So, herzlich willkommen, liebes Publikum hier im Futurium. Ich möchte Sie und euch ganz herzlich einladen, mit uns eine Reise zu machen zu einem der 7 größten Abenteuer der Mathematik. Und auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns zugeschaltet sind und uns im Livestream verfolgen, möchte ich ganz herzlich begrüßen. Schön, dass auch Sie dabei sind. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Anna-Maria Hartkopf. Ich bin Mathematikerin und die Moderatorin des heutigen Vormittags. Diese Veranstaltung gehört in die Reihe 7 Abenteuer, die von der Jungen Akademie und der Jungen und der Deutschen Mathematik. Ich kann eigentlich meine Maske abnehmen, dann verstehen Sie mich auch besser, ne? Das ist mir gerade aufgefallen. Ich hatte mir das hier so. Ja. So. Ich sage das nochmal von vorne, ja. Unsere Veranstaltung gehört zu der Reihe 7 Abenteuer, die von der Jungen Akademie und der Deutschen Mathematikervereinigung mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführt wird. Die Schirmherrschaft der Veranstaltungsreihe hat unsere Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, übernommen. Hinter der heutigen Veranstaltung, die eines der 7 Abenteuer in den Mittelpunkt rückt, nämlich das P versus NP-Problem, über das wir gleich noch viel hören werden, steht das Exzellenzcluster Math Plus. Math Plus, das muss ich hier wahrscheinlich nur der Hälfte der Leute erzählen, weil die andere Hälfte dazugehört, ist ein Forschungszentrum, in dem viele Mathematikerinnen und Mathematiker in Berlin daran arbeiten, mit Hilfe von Mathematik die Welt zu verändern. Wenn Mathematik richtige Lösungen für praktische Probleme findet, wie zum Beispiel die Simulation von Entscheidungsprozessen, wie dem Umgang mit der Klimaerwärmung, dann nennt man das angewandte Mathematik. Das Gegenteil von angewandte Mathematik ist nicht etwa abgewandte Mathematik, sondern reine Mathematik. Und heute geht es ein bisschen um beides. Ja, heute sind ganz schön viele Ehrengäste anwesend. Und zuallererst möchte ich gerne euch, liebe Schülerinnen und Schüler, begrüßen, die hier hergekommen sind. Das ist ein kleiner Applaus wert. Denn wir Mathematikerinnen und Mathematiker, wir freuen uns immer total, wenn wir mit jungen Menschen über die Wissenschaft der Mathematik sprechen können. Denn darin gibt es wirklich spannende Geschichten und ich kann euch versprechen, es wird überhaupt nicht gerechnet heute Morgen. Wir dürfen ja heute feiern im Haus der Zukunft, im Futurium in Berlin. Und deswegen möchte ich auch ganz herzlich den Direktor des Futuriums, Dr. Stefan Brandt, begrüßen. Dürfen Sie noch mal klatschen? Kommen Sie einmal zu mir. Ja, Sie sind der Direktor hier im Haus der Zukunft und dazu habe ich gleich 2 Fragen. Erstens, wie stellt man die Zukunft aus? Also ich stelle mir vor, Sie haben da im 2. Stock eine Zeitmaschine stehen, oder? Ja, wir haben tatsächlich so eine kleine Installation, die wie so eine Zukunftsmaschine aussieht, aber die dient anderen Zwecken. Sage ich gleich noch was dazu. Nein, also wir sagen ganz bewusst, dass wir natürlich die Zukunft nicht vorhersehen können, dass wir auch total vermessen. Da wären wir eigentlich ja ein bisschen Scharlatane, müsste ich sagen. Und wir haben auch keine Wunderkugel oder Glaskugel, wo man das alles sehen kann. Wir sagen ganz bewusst Haus der Zukünfte, weil wir hier Zukunftsoptionen in ganz verschiedenen Lebensbereichen, Zukunft des Wohnens, Zukunft der Energie, Zukunft der Mobilität, hier zur Diskussion stellen, vorstellen, natürlich auch wissenschaftlich fundiert und dann ganz klar die Frage auch an unsere Besucherinnen und Besucher stellen, wie wollen wir leben, wie wollt ihr leben, wie wollen wir gemeinsam leben, wie wollen wir mit diesen Dingen umgehen und wir versuchen auch auf Zusammenhänge, auf Komplexität, da geht es ja auch bei diesem Problem heute, wollen wir auch hinweisen und deutlich machen, Zukunft ist nicht etwas, was man so mit einem Fingerschnippen löst, aber man kann etwas tun. Denn wer, wenn nicht wir, kann Zukunft gestalten? Und gestalten kann man sie nur, wenn man sich vorher darüber Gedanken gemacht hat, was man eigentlich möchte. Und diesen Prozess, den möchten wir hier auch in Gang bringen, ermutigen dazu, auch Zukunft dann mitzugestalten. Und das ist die Aufgabe dieses Hauses. Ja, das wäre jetzt auch die zweite Frage, warum es Zukünfte sind. Ja, also ich stelle mir vor, dass irgendwie so die Zeitachse sich dann demnächst teilt oder wieso im Plural die Zukunft? Genau, es ist so ein bisschen so ein Denkmodell, dass man, natürlich gibt es am Ende eine Zukunft, aber auf dem Weg dahin gibt es ganz viele Zukünfte. Momentan können wir, wenn wir eben über das Morgen, über das Übermorgen nachdenken, eigentlich ja nur in Zukünften denken. Und uns Gedanken machen, welche dieser Zukünfte wollen wir
mit allen Kräften versuchen zu erreichen. Natürlich heißt das nicht am Ende, dass das dann auch so kommt, aber man hat sich zumindest bemüht und vielleicht geht es ja dann auch in diese Richtung. Also ist das so eine Vorstufe zur Zukunft und deshalb eben Haus der Zukünfte. Und es ist auch immer ein schöner Startpunkt für Gespräche, weil da hakt sich ja jeder so ein bisschen fest, wieso Zukünfte. Und auch das wollen wir, wollen ja mit den Menschen ins Gespräch kommen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Funktion eines solchen Ortes. Heute geht es ja ganz speziell um Mathematik und Sie selber haben mir verraten, Sie sind Musikwissenschaftler. Sie haben mir auch gesagt, dass Sie eigentlich Mathematik sehr gerne mögen. Und vielleicht können Sie uns ganz kurz so von Ihren positiven Erfahrungen mit Mathematik erzählen. Genau, also ich muss sagen, ich habe wirklich jetzt keine traumatischen Schulerlebnisse gehabt mit Mathematik. Ich habe allerdings jetzt auch nicht überragende Leistungen erbracht. Ich habe es mal hin und wieder bei solchen Mathematik-Olympiaden versucht. Ich habe aber festgestellt, Musik und Mathematik, das hängt durchaus zusammen. Auch in der Musik wird sehr viel gerechnet. Es gibt ja durchaus auch Kompositionen, die eigentlich auf mathematischen Überlegungen beruhen. Es gibt auch, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel in die Zeit zurückgeht, in die Barockzeit, da gibt es eine Musik, da steht nur eine Notenlinie, Generalbasslinie, und da stehen Ziffern drüber. Das heißt, der Spieler zum Beispiel oder die Spielerin, Cembalist, Cembalistin, müssen sich überlegen, diese Ziffern dann zu Akkorden spontan zu entwickeln, natürlich auch erfahrungsbasiert. Also da sind Zahlen, da sind Berechnungen, da sind Muster, da sind Pattern und die ergeben dann Musik. Also ich glaube, Musik und Mathematik hängen sehr zusammen. Insofern ja, habe ich große Sympathie für diese Veranstaltung. Das freut mich. Und jetzt noch zu meiner letzten Frage. Und zwar, wenn wir hier mit unseren Vorträgen fertig sind und im Foyer gibt es dann auch noch was zu sehen, aber dann gibt es ja für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch die Möglichkeit, nochmal durchs Haus zu stromern. Und wo würde man denn da besonders viel Mathematik finden? Ja, ich glaube, in den auch in den Herleitungen der Themen. Also wir haben jetzt nicht eine Mathematik-Ecke oder sowas, das gibt es bei uns nicht. Ich habe ja gesagt, wir gehen sehr stark auch von diesen aktuellen Lebensproblemen, Lebensfragen aus. Aber um an die ranzukommen, ist eben auch viel Mathematik nötig. Zum Beispiel in unserem sogenannten Denkraum Natur, der sich auch mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise beschäftigt. Dort gibt es natürlich eine Menge Berechnungen, was passieren könnte, wenn wir so weiterleben wie bisher. Also da spielt Mathematik angewandt eine Rolle. Wir reden auch über Algorithmen in unserem Denkraum Technik, wo es um Smart Cities, aber auch um Big Data geht. Und dort reden wir auch darüber, wie zum Beispiel Algorithmen demokratisiert werden können, wie man also reingucken kann in diese Algorithmen, dass sie eben nicht Blackboxes sind. Das ist ja auch ganz entscheidend, dass die Dinge nicht einfach nur für Expertinnen und Experten verständlich sind, sondern auch diejenigen, die dann damit leben müssen, einen Einblick bekommen. Also ich glaube, es gibt viele, viele Dinge und irgendwann kommt dann eben auch diese Zukunftsmaschine. Man bekommt so ein kleines Armbändchen, wo man sich ganz viele Informationen drauf speichern kann, wenn man möchte. Und am Ende kann man dieses Armbändchen in diese Zukunftsmaschine werfen. Dann kommt ein kleiner Code raus und mit dem kann man sich dann später auch nochmal zu Hause einloggen in die Website und die Themen, die einen besonders interessiert haben, die auf diesem Bändchen gespeichert waren, dann nochmal im Web vertieft nachschauen. Deshalb also auch die kleine Maschine. Dankeschön. Dankeschön, Herr Brandt. Vielen Dank. Viel Spaß noch. Ja, das Motto unserer Veranstaltung heute könnte lauten: Ich habe zwar keine Lösung, doch ich bewundere das Problem. Denn wir feiern ein Problem, eins, das noch gar keine Lösung hat. Und wenn ich als Mathematikerin sage Problem, dann macht mir das gar keine Angst. Denn Probleme sind in der Mathematik überhaupt nichts Schlimmes oder Bedrohliches, sondern so nennen wir einfach offene Forschungsfragen. Das Problem heute heißt P versus NP. Was das genau bedeutet, erzählt euch gleich Martin und Sarah. Und es ist eines der 7 Millenniumsprobleme, die im Jahr 2000 zu den größten mathematischen Herausforderungen des neuen Jahrtausends gewählt wurden. Ich kann schon mal verraten, dass es dabei auch um Algorithmen und schnelle Computer gehen wird, aber genauer hört ihr das gleich. Und direkt nach dem ersten Vortrag gibt es einen zweiten von Professor Dr. Kurt Mehlhorn und er wird uns über die Geschichte und Bedeutung des Problems erzählen. Im Anschluss an den historischen Vortrag stellt dann Dr. Sarah Wolf ganz kurz ihren nagelneuen Mathe-Comic vor zum Thema nachhaltige Mobilität. Danach können alle Gäste vor Ort ins Foyer gehen und bekommen dort eben diesen Comic geschenkt. Das gilt also nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern alle bekommen einen Comic geschenkt. Und der Zeichner Alberto Madrigal ist auch da und signiert ihn auch auf Wunsch.
Ja, und noch was ganz Spannendes wartet im Foyer. Ein Roboter, der mit künstlicher Intelligenz arbeitet und Kunst erzeugt. Und der Mann dahinter ist Dr. Louis Thierry von der INS in Paris. Und auch er ist dort und beantwortet gerne Fragen. Gut, das war es jetzt eigentlich erstmal von mir. Ich freue mich auf den ersten Vortrag von Sarah und Martin. Und genau, möchte die Vortragenden noch kurz vorstellen. Sarah Morell ist Doktorandin an der Technischen Universität Berlin. Professor Dr. Martin Skutella ist Einstein-Professor für Mathematik und Informatik an der Technischen Universität Berlin und der Co-Sprecher von MathPlus. Direkt nach dem Vortrag haben wir auch kurz Zeit für Fragen. Ihr könnt sie entweder hier im Plenum stellen, aber auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause können Fragen in den Chat tippen und die werden dann vorgelesen. Gut, und jetzt viel Spaß mit P versus NP oder was hat ein Zahlenschloss mit einem Algorithmus zu tun? Nee, brauche ich glaube ich nicht. Brauch nicht. Kann doch nicht. Ja, also auch herzlich willkommen von unserer Seite. Wir freuen uns sehr, dass so viele, insbesondere Schülerinnen und Schüler, hierher gekommen sind. Wir möchten euch das P versus NP-Problem erklären. Das ist eines der 7 Millenniumsprobleme, wie euch Anna gerade schon erzählt hat. Hier ist die Liste der Millenniumsprobleme. Dafür wurde im Jahr 2000 vom Clay Mathematics Institute auf die Lösung dieser Probleme jeweils 1 Million US-Dollar ausgelobt. Und trotz dieses hohen Betrages wurde bis heute nur eines dieser Probleme, das ist die Poincaré-Vermutung, die ihr hier seht, gelöst. Die anderen sind weiterhin offen. Dazu gehört auch dieses Problem P versus NP. Jetzt kann man sich fragen, warum haben wir uns ausgerechnet P versus NP ausgesucht, um euch darüber heute zu erzählen? Naja, auf diese Frage gibt es 2 Antworten. Nämlich die erste ist, dieses P versus NP-Problem ist wahrscheinlich das unter diesen 7 Problemen, dessen Lösung die größten Auswirkungen auf die reale Welt hätte. Ja, also deswegen finden wir das besonders spannend. Und aus diesem Grund passt es auch besonders gut zu Berlin, zur Berliner Mathematik, zu unserem Forschungszentrum MathPlus, weil wir uns in MathPlus damit beschäftigen, Probleme aus der realen Welt mit Hilfe von Mathematik anzugehen. Gut, um jetzt erstmal zu verstehen, worum es bei P versus NP geht, brauchen wir Algorithmen. Was ist also ein Algorithmus? Das ist eine Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Das sagt jetzt vielleicht nicht allen irgendwie sofort was. Ihr könnt also an ein Rezept zum Beispiel denken. Was klar spezifiziert werden muss, ist, was er als Eingabe erwartet, welche Schritte der Algorithmus in welcher Reihenfolge durchführt und wann er terminiert und was er ausgibt. Wenn wir das jetzt auf unser Rezept beziehen, haben wir natürlich die Zutaten als Eingabe, dann kommen die jeweiligen Schritte, die in genau dieser Reihenfolge eben durchgeführt werden müssen und unsere Ausgabe ist dann das fertige Gericht. Wann immer wir jetzt also über Algorithmen sprechen, für die, die ein bisschen größere Schwierigkeiten haben, könnt ihr also an dieses Rezept denken und an diese Eselsbrücke. Beispiele finden sich überall im Alltag. Das Rezept ist nur eines von vielen. Wenn ihr zum Beispiel einen Corona-Test durchführt, dann könnte man das mit einem Algorithmus vergleichen. In dem Fall ist die Ausgabe sogar auf der Verpackung notiert, ungültig, positiv, negativ. Der Aufbau eines Möbelstücks, die Anleitung könnte als Algorithmus verstanden werden. In der Mathematik schauen wir natürlich auf etwas andere Probleme. Da sieht unser Algorithmus dann eben eher so aus in Form eines Python-Programms oder im etwas theoretischeren Bereich spielt die Turing-Maschine eine große Rolle. Im Kontext des P versus NP-Problems interessieren wir uns insbesondere für effiziente Algorithmen. Und der Grund ist, dass die Komplexitätsklasse P, die in dem Namen P versus NP vorkommt, die beinhaltet genau die Probleme, die von einem effizienten Algorithmus gelöst werden können. Dazu möchte ich euch zunächst ein Beispiel präsentieren, und zwar die Frage, wenn ich so einen Schlüsselbund hier habe, und ich habe ein Schloss, ein altes, dann könnte ich mich fragen, öffnet einer von diesen Schlüsseln diese Tür, dieses Schloss? Und wie würde ich das machen? Naja, ich würde einfach der Reihe nach einen Schlüssel nach dem anderen durchprobieren, in das Schloss stecken, versuchen umzudrehen und dann würde ich sehen, ob das passt. Das ist im Prinzip ein Algorithmus zur Lösung dieses Problems. Und bei diesem Algorithmus ist die Anzahl der Schritte, die ich machen muss, die Anzahl der elementaren Schritte, entspricht der Anzahl der Schlüssel. Für jeden Schlüssel muss ich den einmal ins Schloss stecken und versuchen umzudrehen. Ja, das ist die Anzahl der Schritte.
Generell sagen wir, dass ein effizienter Algorithmus ein Algorithmus ist, bei dem die Anzahl der Schritte durch eine Polynomfunktion in der Eingabegröße beschränkt ist. Was ist das jetzt in unserem Fall? Die Eingabegröße zu meinem Problem, das wäre vielleicht dieser Schlüsselbund hier. Und ich habe ja gesagt, die Anzahl der Schritte, das ist die Anzahl der Schlüssel bei meiner Lösung, bei meinem Algorithmus. Folglich wäre das ein effizienter Algorithmus, weil diese Funktion, die Eingabegröße, also meinetwegen 10 Schlüssel auf 10 Schritte oder 20 Schlüssel auf 20 Schritte abbildet, das wäre in diesem Fall eine ganz einfache lineare Funktion offensichtlich. Und deswegen wäre das polynomiell beschränkt, das wäre durch eine Polynomfunktion beschränkt. Also ist das ein effizienter Algorithmus. Ich könnte das Problem so ein bisschen verallgemeinern. Ich könnte sagen, naja, was passiert, wenn ich nicht nur ein Schloss habe? Vielleicht habe ich n Schlüssel und n Schlösser und muss jetzt ausprobieren, was passt da wo. Da müsste ich jeden Schlüssel in jedem Schloss vielleicht ausprobieren und hätte dann insgesamt n mal n, also n Quadrat viele Möglichkeiten. Und damit hätte ich auch eine Polynomfunktion, nämlich die Polynomfunktion n Quadrat. Wichtig zu bemerken, wäre an der Stelle, dass diese effizienten Algorithmen sich gut verhalten, wenn die Größe der Eingabe steigt. Ja, das heißt, wenn die Größe der Eingabe steigt, steigt die Laufzeit von so einem Algorithmus nicht allzu dramatisch. In meinem Beispiel, wenn ich an dem Schlüsselbund einen Schlüssel mehr habe, dann brauche ich einfach nur einen Schritt mehr, wenn ich den dann in das Schloss stecken muss. Oder wenn ich meinetwegen doppelt so viele Schlüssel habe, ich habe jetzt zwei solche Schlüsselbünde, doppelt so viele Schlüssel, dann brauche ich doppelt so viele Schritte in diesem Problem. Ja, das ist ein effizienter Algorithmus. Gut, ihr habt jetzt also eine erste Intuition, was diese Komplexitätsklasse P ist. Kommen wir also jetzt zu NP. Diese Klasse beinhaltet alle Probleme, für die eine gegebene Lösung überprüft werden kann, und zwar mit einem effizienten, mit einem schnellen Algorithmus. Als Beispiel haben wir jetzt im Kontrast zu den Schlüsseln eben dieses Zahlenschloss. Ich habe also dieses Zahlenschloss und möchte überprüfen, ob ich den Code, den ich jetzt im Kopf habe, ob das der richtige ist. Das heißt, wenn ich überprüfe und mein Schritt, also ein Schritt eben bedeutet, ich stelle ein Rädchen ein, in dem Fall habe ich 4 Rädchen, dann brauche ich maximal 4 Schritte, um diesen Code zu überprüfen. In dem Fall muss ich hier sogar nur eins umdrehen, geht das natürlich auf. Ganz anders sieht es aus, wenn ich jetzt den Code finden möchte. Das heißt, ich weiß nicht mehr, wie der richtige Code lautete. Das heißt, ich muss alle Möglichkeiten, die ich habe, durchprüfen. Und im schlimmsten Fall ist es natürlich dann irgendwie der letzte Versuch, der dann funktioniert. Wenn wir uns jetzt angucken, wie viele Schritte das bedeutet für meinen Algorithmus, dann sind das 10 hoch die Anzahl der Ziffern. In dem Fall also 10 hoch 4 Möglichkeiten, die ich alle durchprobieren muss. Und unser Algorithmus braucht also ungefähr 10 hoch Anzahl von Ziffern. Schritte, um diesen Code zu finden. Das steht also im großen Kontrast zu dieser Überprüfung des richtigen Codes. Wenn wir uns jetzt parallel zu dem Beispiel mit den Schlüsseln nochmal anschauen, was passiert denn, wenn ich jetzt ein Rädchen mehr habe oder doppelt so viele Rädchen? Bei 10 hoch 4, das sind 10.000, das ist schon eine ganze Menge. Wenn ich jetzt ein Rädchen mehr habe, dann sind wir schon mal 10 hoch 5, das sind 100.000. Und bei 8 Rädchen, das heißt doppelt so vielen, die Eingabe verdoppelt sich, von 4 auf 8 Rädchen sind wir bei 100 Millionen. Das ist eine ganze Menge und steht in keinem Vergleich zu diesem einen Schritt oder ja, konstant vielen Schritten mehr, die wir jetzt bei einem polynomiellen Algorithmus bräuchten. Ja, wenn wir die jetzt also vergleichen, diese beiden Komplexitätsklassen, dann können wir sagen, alle Probleme in P sind auch in NP. Wenn ich nämlich den Code in polynomieller Laufzeit finden kann, dann kann ich natürlich auch den richtigen in polynomieller Laufzeit überprüfen. Manche Probleme in LP scheinen aber nicht in P zu sein. Hier ist ein schönes Beispiel. Und auf diese Probleme kommen wir nachher noch zu sprechen, aber wir wollen sie hier schon mal teasern. Das sind die interessanten, die heute irgendwie im Fokus stehen. In unserem Forschungszentrum beschäftigen wir uns natürlich nicht so sehr mit Zahlenschlössern oder mit Türschlössern, sondern mit etwas mathematischeren Problemen. Und eines davon, ein prominentes Problem, ist das Matching-Problem. Bei Matching-Problemen schauen wir uns an, zum Beispiel eine Gruppe von Leuten, das könnten jetzt die Anwesenden hier sein. Manche von denen kennen sich. Dann haben wir hier eine Kante eingezeichnet zwischen den beiden. Die beiden würden sich jetzt kennen. Manche kennen sich nicht. Zum Beispiel die beiden kennen sich nicht. Da habe ich keine Kante in diesem Graphen. Und das Matching-Problem fragt jetzt, kann ich diese Gruppe in lauter Paare einteilen, die sich kennen? Und naja, das können wir in dem Beispiel mal ausprobieren.
Vielleicht können wir die Frage nach dem Vortrag gleich machen. Ja? Da darfst du gleich fragen, wenn du möchtest. Das können wir versuchen, das mal zu machen, das in Paare einzuteilen. Und da fangen wir einfach mal an. Die beiden obersten, die könnten ein Paar bilden. Dann bilde ich weitere Paare, so wie ich es hier zeige, durch diese grün unterlegten Kanten. Das sind jetzt die Paare, die ich hier baue. Und wir sehen, wir sind mit dieser Strategie, die ich jetzt hier mal so willkürlich angewendet habe, in eine Sackgasse gelaufen. Da bleiben zwei übrig, nämlich er hier und er hier. Die beiden sind traurig, weil sie kein Paar bilden können, die kennen sich nämlich gar nicht. Also in dem Fall habe ich keine Lösung für das Problem gefunden. Man kann aber sehen, dass es in diesem konkreten Fall tatsächlich eine Lösung gibt. Die könnte so aussehen. Jetzt habe ich tatsächlich ein perfektes Matching gefunden. Ich habe alle Leute paarweise zugeordnet und so kann das funktionieren. Das funktioniert aber nicht immer so. Es gibt auch Probleminstanzen, hier sehen wir eine, wo wir keine solche Paarung finden können. Ganz egal, wie ich jetzt hier anfange, Paare zu bilden, ich kann relativ leicht sehen, dass ich es nicht schaffe, alle Leute in dieser Gruppe paarweise zu verbinden. Das liegt einfach daran, weil die vier in der Mitte sich gegenseitig alle nicht kennen. Deswegen kann das hier nicht funktionieren. Also hier wäre die Antwort nein. Es gibt für dieses Matching-Problem, und das wissen wir seit mehr als 50 Jahren inzwischen, es gibt für dieses Matching-Problem einen effizienten Algorithmus, der es löst. Es gibt einen Algorithmus, bei dem die Anzahl der Schritte so ungefähr kubisch in der Anzahl der Leute wächst. Das heißt, die Anzahl der Schritte ist ungefähr n hoch 3, wenn ich n Leute in meiner Gruppe habe. Das ist ein effizienter Algorithmus, weil n hoch 3, das ist eine Polynomfunktion in n und damit fällt das in diese Definition der Komplexitätsklasse P. Schauen wir uns nun an, was passiert, wenn wir die Personen in Dreiergruppen statt in Paare einteilen wollen. Dieses Problem scheint deutlich schwerer zu sein, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick nicht ganz ersichtlich ist. In diesem Fall können wir das, indem wir zum Beispiel diese vier Dreiergruppen nehmen und auch die Überprüfung einer korrekten Lösung kann effizient erfolgen. Zum Beispiel, indem wir uns so eine grafische Darstellung malen, überprüfen, sind es auch Dreiergruppen, sind alle Personen irgendwie Teil einer Dreiergruppe. Das geht ganz gut. Nun arbeiten seit Jahrzehnten Forscherinnen und Forscher an dieser Lösung und bisher gibt es immer noch keinen effizienten Algorithmus zur Lösung des Problems. Solche Probleme nennen wir NP-vollständige Probleme, dazu komme ich gleich noch. Dieses Problem ist also, wenn wir jetzt das obere anschauen, korrekte Lösung kann effizient überprüft werden, ist in NP. Es ist unklar, ob es sich in P befindet und es ist in dem Fall eines der schwersten Probleme in NP. Was bedeutet das jetzt? Eines der schwersten. Das bedeutet, wenn wir einen effizienten Algorithmus für das Dreiecksproblem finden, dann könnten wir jedes Problem aus NP effizient lösen. Solche Probleme nennen wir, wie gesagt, NP-vollständig. Und in den letzten Jahrzehnten wurden einige solcher Probleme gefunden. Das Dreiecksproblem ist also nicht das einzige. Ein prominentes Beispiel ist das Hamilton-Kreisproblem. Wenn wir uns wieder den gleichen Graphen mit der Gruppe anschauen, dann wollen wir einen Kreis bilden, der jede Person genau einmal besucht. Und auch hier ist kein effizienter Algorithmus bekannt. Und auch hier gilt, würden wir einen effizienten Algorithmus für dieses Problem finden, dann hätten wir es geschafft. Dann würde nämlich jedes Problem aus NP effizient lösbar sein. Nachdem wir euch jetzt erklärt haben, was die Komplexitätsklassen P und NP sind, können wir euch jetzt schließlich das P versus NP-Problem vorstellen. Das P versus NP-Problem fragt nämlich, ob die beiden Komplexitätsklassen P und NP gleich sind, ob die übereinstimmen. Das würde bedeuten, dass es für jedes Problem aus NP einen effizienten Algorithmus gibt. Das halten viele für unwahrscheinlich, aber das könnte im Prinzip sein. Oder die andere Alternative ist, P ist eine echte Teilmenge in NP. Mit anderen Worten, es könnte Probleme in NP geben, die eben nicht effizient lösbar sind, die eben nicht in P liegen. Oder äquivalent formuliert, gibt es einen effizienten Algorithmus, der unser Dreiecksproblem löst? Dankeschön. Vielen Dank, Sarah und Martin, für diesen interessanten Vortrag. Ja, jetzt haben wir noch Zeit für Fragen. Haben wir hier Fragen im Raum? Vielleicht auch extra. Der junge Mann hat ja eben eine.
Ach so, das, ja. Du wolltest das beantworten mit dem Schlüssel. Okay, aber vielleicht, dann können wir ja jetzt den Spieß rumdrehen und du kannst eine Frage stellen, wenn du möchtest. Okay. Hat jemand anders noch eine Frage? Ja, bitteschön. Ich kann das mal kurz wiederholen, falls es nicht alle gehört haben. Also wenn man eine Lösung, wenn man einen effizienten Algorithmus finden würde, dann würde das unser Leben verändern. Und wieso? Wir würden ja damit zeigen, dass P gleich NP ist. Und würdest du jetzt das Problem lösen, dann würde das in erster Linie für dich schon mal bedeuten, dass du 1 Million Euro reicher wärst. Dollar. Ich glaube, das würde ein bisschen was ändern. Im theoretischen Bereich ist das einfach ein wahnsinnig interessantes Projekt und es würde, glaube ich, auch in vielen Köpfen noch mal einiges verändern, weil ich glaube, die Überzeugung ist bei den meisten schon gegeben, dass P ungleich NP ist. Aber natürlich ist es trotzdem spannend, an solchen Problemen zu arbeiten und sich an effiziente. Genau. Okay, super. Kurt Mehlhorn wird darauf eingehen. Aber man kann sagen, diese NP-vollständigen Probleme, wie zum Beispiel das Dreiecksproblem, die tauchen auch tatsächlich in ganz, ganz vielen praktischen Anwendungen auf. Ganz viele praktische Optimierungsprobleme, bei denen wir größte Mühe haben, die zu lösen heutzutage, könnten dann wenigstens theoretisch sehr einfach, sehr schnell gelöst werden. Das hätte riesige Auswirkungen im Bereich Logistik, Verkehr und so weiter und so fort. Ja. Noch eine Frage. Jetzt warten wir auf das Mikrofon. Ja, spielt nicht auch die Frage, welche Potenz die polynomiale Lösung hat, eine Rolle? Ich meine, wenn ich weiß, ein Problem ist lösbar und die Potenz, die auftritt, ist 1000, dann sind wir theoretisch zufrieden, es ist ein P. Aber das hat auch praktisch überhaupt keine Auswirkungen. Das ist eine Möglichkeit, wie die Lösung aussehen könnte. Wenn irgendjemand irgendwann zeigen könnte, es gibt einen Algorithmus und dessen Laufzeit ist, wie Sie vorschlagen, n hoch 1000, dann stimme ich Ihnen völlig zu. Das wäre vermutlich eine rein theoretische Einsicht an der Stelle. Das hätte in der Tat praktisch keine Bedeutung, weil ein Algorithmus mit so einer Laufzeit nicht praktisch effizient wäre, lediglich theoretisch effizient. Jetzt schaue ich einmal kurz hinten zu unserem Online. Genau, Ariane, gibt es noch eine Frage von unseren Online-Zuschauern? Ich glaube, dass die Online-Teilnehmer noch bei ihrem Frühstück sind und vielleicht den Mund voll haben. Vielleicht gibt es später Fragen. Okay, danke schön. Prima, dann gibt es hier vorne doch noch eine Frage, bitte. Ja, 1, 2 und dann genau. Ja, ich habe eine Frage zu den NP-vollständigen Problemen. Ich finde das ja schon verrückt, dass ich an der Lösbarkeit von einem Problem ausmachen kann, dass alle Probleme aus NP dann P sind. Kann man das kurz fassen, warum das so ist? Also erstmal klar, das ist sehr überraschend, wenn man das erste Mal hört. Die Idee dahinter ist, dass diese Probleme sozusagen ineinander umformbar sind. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein anderes Problem, das Hamilton-Kreisproblem, was wir vorhin gesehen haben, und dafür eine Lösung hätte, dann könnte ich zum Beispiel einen anderen Graphen bauen, der mir das Dreiecksproblem formuliert und indem ich dann das Hamilton-Kreisproblem löse, eben eine Lösung für das andere habe. Das sprengt vielleicht so ein klein bisschen den Rahmen hier, aber mit diesen Äquivalenzen kann man da ganz gut arbeiten und das bildet letztendlich so eine Kette an Anwendungen. Also das kann ich mir noch ganz gut vorstellen, weil die Probleme einfach mal sehr ähnlich aussehen. Aber es gibt ja bestimmt auch NP-Probleme, die wir noch gar nicht kennen. Ja, ja. Und das kann man zeigen, ja, dass die auch ineinander umformbar sind. Ja, das kann man bei allen Problemen, die in NP sind, kann man das zeigen. Und natürlich gibt es, also auch in der Mathematik arbeiten wir natürlich nicht nur mit solchen Graphenproblemen. Es gibt auch Probleme aus der, also wo du mehr mit Zahlen arbeitest. Und auch dort funktionieren solche Umformungen, solche Reduktionen. Verrückt. Möchtest du noch was hinzufügen? So, dann haben wir jetzt hier die letzte Frage. Vielen Dank. Ja, meine Frage wäre,
wenn man jetzt zum Beispiel das System von Google Maps oder so umformt, so dass man die Erde mit so einem Netz überzieht und dann sagt, den kürzesten Weg von A nach B nach C und es gibt etwa, also es gibt immer wieder solche Dreiecke in dem Muster, würde das System dann nicht einfach immer diese drei Punkte verbinden? Möchtest du? Also solche Netze werden tatsächlich in der Praxis über die Erde gelegt, sage ich es mal. Wenn wir irgendwelche Routen berechnen oder so etwas machen, dann arbeiten wir genau mit solchen Graphen, wie man sie hier sieht. Und in der Tat, ein ganz wichtiges Problem, was dort oft behandelt wird, ist so ein kürzeste Wegeproblem. Wie komme ich denn am schnellsten von A nach B und von B nach C und so weiter und so fort. Dabei bilden sich unter Umständen ähnliche Muster. Das ist übrigens ein Problem, dieses kürzeste Wegeproblem, das von Navigationsgeräten gelöst wird oder von Google Maps gelöst wird, wenn man dort nach einer Route fragt. Das ist ein Problem, was man sehr, sehr schnell, sehr effizient lösen kann. Das wäre ein Problem aus P. Ja, haben wir noch Zeit für noch eine Frage? Nein, eigentlich nicht. Wir machen es ganz schnell. Dankeschön. Es gab doch mal ein Problem in der Mathematik, ich glaube, das hieß Vier-Farben-Problem, was mithilfe von einem Rechner bewiesen wurde. Kann es sein, dass die Menschheit einfach auf bessere Computer wartet, um das hier zu beweisen? So Quantencomputer, Mega-Quantencomputer? Das halte ich für unwahrscheinlich. Es gibt natürlich Bestrebungen in der Mathematik, dass man Theoreme, dass man Vermutungen mit Computerhilfe beweist. Das ist an vielen Stellen ganz nützlich und kann ein wertvolles Hilfsmittel sein. Aber ich bezweifle, dass so ein Problem dieser Größenordnung wie P versus NP jemals durch einen Computer bewiesen oder widerlegt werden wird. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ja, vielen Dank. Dann freue ich mich jetzt auf den Vortrag über die Geschichte und Bedeutung des P versus NP-Problems von Professor Dr. Kurt Mielhorn. Er ist Professor für Informatik am Max-Planck-Institut in Saarbrücken. Ja, guten Morgen. Was soll ich jetzt noch sagen nach diesem wunderbaren Vortrag von Sarah und Martin? Zunächst mal sage ich, es freut mich, dass Sie alle Masken aufhaben. Das ist ein... Ah! Zwei habe ich ertappt. Das ist wirklich ein Zeichen von Vernunft. Vielleicht erst ein Wort zu mir. Ich habe 1968 zu studieren begonnen. 1968 gab es den Begriff P für die Probleme, die man effizient lösen kann. Den Begriff NP gab es noch nicht. Ich habe 1974 promoviert, da sah die Welt anders aus. Da gab es den Begriff NP, NP vollständig. Da gab es das erste Lehrbuch, in dem das behandelt wurde. Also nachdem 71, 72 dieser Begriff aufkam, der hat sich unglaublich schnell durchgesetzt. Also innerhalb von wenigen Jahren war das in jeder Vorlesung in Komplexitäts- oder Grundlagen, theoretische Grundlagen der Informatik. Und es wurde in jedem Lehrbuch behandelt. Also es war ein Begriff von unglaublicher Bedeutung, der eine Menge Struktur in das Fach gebracht hat. So, jetzt eigentlich kennen wir alle die Antwort auf P versus NP. Denn es ist wirklich die Frage, ist das Finden einer Lösung für ein Problem schwerer als das Überprüfen eines Lösungsvorschlags? Und natürlich ist das so. Ja? Sie kriegen Hausaufgaben, Ihre Mathe-Hausaufgaben, und natürlich wissen Sie, das Finden ist manchmal recht schwer, und dann zeigt Ihnen jemand die Lösung und Sie sagen, ja klar, ja? So wäre es gegangen. Oder ich versuche gerade Französisch zu lernen und dann kriege ich die Korrekturen zurück von meiner Lehrerin und oh, ja, wie kann ich nur diesen Fehler machen? Ja? Also das Finden, wir wissen alle, das Finden einer Lösung ist viel, viel schwerer als das Überprüfen einer Lösung. Und das macht auch eines der Faszination von diesem Problem aus. Ja?
Wir glauben alle, die Antwort zu wissen, aber keiner kann sie beweisen. Okay, jetzt finden versus überprüfen einer Lösung, um Ihnen das nochmal anschaulich zu machen. Sie kennen wahrscheinlich alle Sudokus. Also Sudoku ist dieses 9x9 Quadrat, das eingeteilt ist in 9 Unterquadrate. Und die Aufgabe, ein paar der Ziffern sind vorgegeben und die Aufgabe ist, die Zahlen 1 bis 9 in die leeren Quadrate einzutragen, sodass in jeder Zeile jede Ziffer genau einmal vorkommt, in jeder Spalte jede der Ziffern genau einmal vorkommt und in jedem dieser 9 Unterquadrate, also hier oben, sollen auch die Zahlen von 1 bis 9 genau einmal vorkommen. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Sudoku von mittlerer Schwierigkeit, da brauche ich ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minuten. Ja? Aber wenn ich in die, hier ist die Lösung, also ich glaube 10 Minuten gebraucht, um das zu machen. Hier ist die Lösung, es dauert was, 20 Sekunden, halbe Minute und Sie überprüfen das und in der Tat, in jeder Zeile steht jeder Ziffer einmal, in jeder Spalte steht sie, in jedem Unterquadrat steht sie einmal. Also das Überprüfen ist ganz einfach. Oder hier ein zweites Beispiel, das Hamiltonsche Pfadproblem, hat Sarah und Martin schon eingeführt. Also hier rechts ist ein Graph, sind Knoten und Kanten, die die Knoten verbinden. Und hier ist eine Tour eingezeichnet, die durch alle Knoten geht und jeden Knoten genau einmal besucht. Das nennt man Hamiltonschen Kreis. Und wiederum, wenn ich Ihnen nur den Graphen gebe ohne diese Tour, hätten Sie gewisse Schwierigkeiten, den zu finden. Aber nachdem ich das jetzt eingezeichnet habe, das zu überprüfen, ist ganz einfach. Jetzt hier ist links ist auch ein Graph. Da, der hat keine Hamiltonsche Tour. Da muss man aber grübeln und sich überlegen, dass das nicht geht. Ich komme irgendwann auf das Problem zurück. Ja, also dieses Finden einer Lösung und Überprüfen einer Lösung, unsere Intuition sagt es, das sind zwei Sachen. Finden ist viel, viel schwerer in der Regel als überprüfen. Und darum geht es bei diesem P gleich NP-Problem. Jetzt hier ist der Aufbau des Vortrags. Also ich rede zunächst mal, was sind effiziente und ineffiziente Algorithmen? Das hat Sarah und Martin schon anklingen lassen, aber es schadet gar nichts, wenn Sie das zweimal hören. Und ich stelle es auch ein bisschen anders dar. Dann rede ich über die Welt vor 1971. Dann 1971 und 1972 gab es diese Arbeiten von Cook, Levin und Karp. Die bringen Struktur in dieses Chaos, das es gab vor einem. Also die haben diese P gleich NP-Frage aufgeworfen und definiert, den Begriff NP-Vollständigkeit eingeführt. Die waren damals alle in Anfang 30. Ja, die sind jetzt so ein bisschen über 80, die waren damals alle Anfang 30. Dann diese 1-Million-Dollar-Frage, die auch schon aufkam. Dann diskutiere ich, was wäre wenn? Also wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir wüssten, dass P ungleich NP ist? Wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir wüssten, dass P gleich NP ist? Und dann am Schluss gehe ich ein, wie gehen wir um mit NP-Vollständigkeit? Weil nur, weil man weiß, dass ein Problem schwer ist, deswegen geht es ja nicht weg. Ja, ja, das, und man sollte auch nicht in Depression verfallen, nur weil ein Problem schwer ist, sondern man sollte das als Herausforderung sehen. Ja, und darauf gehen wir am Schluss ein. Gut, also hier die Welt vor 71. Man kannte für eine Menge von Problemen effiziente Algorithmen. Ich sage auf der nächsten Folie, was ich damit meine, zum Beispiel Multiplikation von ganzen Zahlen, auch, es war damals auch kein Problem, Zahl mit 1000 Stellen, 10.000 Stellen oder jetzt eine Zahl mit einer Milliarde Stellen, zwei Zahlen mit einer Milliarde Stellen miteinander zu multiplizieren, das war kein Problem, macht mein Notebook in ein paar Sekunden. Finden eines kürzesten Weges von A nach B, auch, Sie sollten jetzt nicht an Google Maps denken, da sind manche der Antworten vorberechnet, aber wenn Sie in einem Auto das Navigationssystem anwerfen und sagen, Sie möchten den kürzesten Weg von hier zu irgendeinem Hotel in Lissabon, dann rechnet das eine halbe Minute vielleicht, Minute, und dann gibt es Ihnen diesen kürzesten Weg. Der Straßengraph von Europa hat 5 Millionen Knoten und 10 oder 15 Millionen Kanten. Ja? Also ein riesiger Graph. Und trotzdem geht das
Und die Rechner in ihrem Auto sind nicht sonderlich schnell. Nein, nicht in ihrem Auto, sondern in dem Auto ihrer Eltern. Das ist nicht sonderlich schnell. Ja? Minimaler Spannbaum ist auch eine Frage, die man effizient. Was ist ein minimaler Spannbaum? Sie haben wiederum einen Graphen, also das sind die Knoten. Manche der Knoten sind durch Kanten verbunden. Diese Kanten haben auch noch Längen. Die Kosten für das Bauen einer Leitung diese, zwischen diesen beiden. Und Sie möchten alle ein Netz bauen, das alle Knoten miteinander verbindet und möglichst billig ist. Ja, also hier auf der linken Seite, ups, wie ging es jetzt wieder zurück? So, ja, hier ist der Pointer. Hier ist also so ein Graph, da stehen Kosten an den Kanten und hier ist eine Verbindung minimaler Kosten, das nennt man minimalen Spannbaum. Und den kann man auch ganz leicht finden, indem man nämlich Folgendes macht. Man geht, schaut sich die billigste Kante an, das ist hier unten die 1, die tut man in den Spannbaum. Dann kommt die 2, die tut man auch in den Spannbaum. Dann kommt eine 6, die kommt man auch in den Spannbaum. Dann kommt, das ist ein langweiliges Beispiel, dann kommt die 9, die verbindet man auch, hier die 9. Und der Rest macht keine neuen Verbindungen mehr, die kommen nicht dazu. Also allgemein macht man einfach Folgendes, man geht die Kanten in aufsteigenden Kosten durch und wenn man zu einer Kante kommt und die verbindet zwei Knoten, die schon auf irgendeinem Weg verbunden sind, mit Kanten, die man schon gewählt hat, dann wirft man sie weg und sonst nimmt man sie dazu. Und das macht den minimalen Spannbaum. Das, also das auch, dafür hat man auch einen effizienten Algorithmus und das kann man auch wiederum machen für Graphen mit mehreren Millionen Knoten in ein paar Sekunden, das ist überhaupt kein Problem. Und P ist also die Menge all dieser Probleme, für die es einen effizienten Algorithmus gibt. Was ist ein effizienter Algorithmus? Man kann auch große Problemstellungen in wenigen Sekunden lösen. Ich werde nie ganz präzise sein. Ich habe versucht, einen Vortrag zu halten, wo keine Formel drin vorkommt. Also Zahlen mit 1 Million Stellen, kürzeste Wege in einem Straßengrafen von Europa, den Spannbaum, wenn man die Problemgröße verdoppelt, dann erhöht sich die Laufzeit nur um einen konstanten Faktor, also vielleicht auch um 2 oder um 4 oder um 8, aber nicht formal. Die Laufzeit ist beschränkt durch ein Polynom. Kommen wir jetzt zu ineffizienten Algorithmen. Das Hamiltonsche, ja, also Probleme, wo man nur ineffiziente Algorithmen kennt. Vielleicht wird es die nie geben, aber im Augenblick, man kennt nur ineffiziente Algorithmen. Eins war dieses Hamiltonsche Kreisproblem. Anderes ist Probleme des Handlungsreisenden. Man hat eine Menge von Städten. Also hier die roten Punkte. Also Sie sehen, die sind Städte auf der Landkarte der USA. Und man versucht, eine kürzeste Rundreise zu finden durch alle diese Städte. Oder allgemein würde man sagen, gibt es eine Rundreise, die eine vorgegebene Länge nicht übersteigt. Ein anderes Problem ist das Rucksackproblem. Ich glaube, da habe ich auch was dazu? Ja, Sie haben eine Menge von Objekten. Jedes Objekt hat ein Gewicht und einen Wert. Ja, also Sie haben ein Objekt, das hat ein Gewicht von 3 Kilo und einen Wert von 7 Euro. Sie haben einen Rucksack. Sie können nicht mehr als 50 Kilo tragen. Und die Frage ist, können Sie Sachen in den Rucksack packen, sodass Sie insgesamt mehr als 1000 Euro nach Hause tragen? Ja? Also das ist ein Problem, das sich ein Einbrecher immer stellen muss. Ja, was packt denn sein Rucksack, dass er mit möglichst viel Geld nach Hause geht? Und das ist auch so ein Problem, wo man nur ineffiziente Algorithmen kennt. Also allgemein reden wir über Probleme, für die man Lösungskandidaten effizient überprüfen kann. Ja, Lösungskandidat, also wenn ich Ihnen eine Tour durch so einen Graphen zeichne und Sie frage, besucht die alle Knoten genau einmal, dann schauen Sie hin und sagen ja oder nein. Traveling Salesman Problem, wiederum, ich zeichne die Natur auf, Sie zählen die Länge der Kanten zusammen und Sie wissen, sind Sie über der Grenze oder nicht. Ich packe den Rucksack, Sie überprüfen, ob das Gewicht unter der Grenze liegt und ob der Wert drüber liegt. Ja, ist ganz einfach zu überprüfen. So, jetzt, was ist, und dafür kennt man nur ineffiziente Algorithmen. Man kennt nur ineffiziente Algorithmen, heißt, auch heutzutage gibt es Probleme, die nur wenige hundert Knoten etwa sind für das Hamiltonsche Kreisproblem, wenig hundere Städte für das Traveling Salesman Problem, wenig hundert Objekte für das Knapsack-Problem.
die man nicht lösen kann, wo man die Lösung nicht kennt. Ja? Also das ist ein Riesenunterschied. Ich habe vorher gesagt, kürzeste Wege, Graphen mit 1 Million Knoten und Kanten ist überhaupt kein Problem. Macht mein Notebook in einer Sekunde. Und okay, jetzt ist die Zeit vorbei, wo Notebooks jedes Jahr oder alle 2 Jahre um einen Faktor 2 schneller wurden. Aber 2 Jahre später konnte man doppelt so großes Problem in ein paar Sekunden lösen und so weiter. Ja? Hier ist ganz was anderes. Man läuft gegen eine Mauer. Ja, man kann Probleme gewisser Größe lösen. 1971 waren das Hamiltonsche Kreisproblem mit 20, 30 Städten. Jetzt die kleinsten Probleme, wo man keine Lösung kennt, sind ein paar hundert. Ja, also das ist verblüffend. Ja, da gibt es die einen, man kann riesige Dinge lösen, und es gibt die anderen, nur ganz, ganz kleine. Es gibt auch Beispiele, wo man große lösen kann. Dazu komme ich ganz am Schluss. Und es scheint so, dass man für viele dieser Probleme alles durchprobieren muss, um eine Lösung zu finden. Ja, sonst man kann. Okay, jetzt sind wir beim Jahr 1971. Also vor 1971 war es so, es gab alle diese Probleme, man kannte keine effizienten Algorithmen dafür. Und tja, also man sah sich diesem Wust von Problemen gegenüber und man hatte keine Ahnung, die waren alle schwer. Aber warum? Gab es da einen Grund dafür? Gab es einen gemeinsamen Grund? Und die drei hier haben wirklich Ordnung reingebracht. Stephen Cook arbeitet an der University of Toronto, auch damals schon. Richard Karp in Berkeley und Leonid Levin, der damals noch in Russland gearbeitet hat. Die Stephen und Richard haben den Turing Award dafür bekommen. Das ist also sowas wie der Nobelpreis in der Informatik. Leonid Levin hat den Knus-Preis dafür bekommen. Warum hat er nur den Knus-Preis dafür bekommen und nicht auch den Turing Award? Er hat in Russland gearbeitet und es war nicht bekannt für relativ lange Zeit, dass er das auch gemacht hat. Ja, deswegen, ja, da war der Turing Award schon vergeben für die Sachen. Und deswegen nur den Knuspreis. Ihre Ergebnisse wurden innerhalb von 2 Jahren allgemein gut. Also ich habe Ihnen erzählt, das waren 71, 72 haben die diese Resultate erzählt und 72 habe ich das in der Vorlesung gekriegt. Ja, also es war wirklich, man hat gesagt, oh ja, das muss man lernen. Und das hat in die Lehrbücher eingedrückt. Also was haben die jetzt gezeigt? Hier ist der Satz von Cook-Levin. Wenn es einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik gibt, und ich erkläre Ihnen gleich, was das ist, dann gibt es einen solchen für den Handlungsreisenden, für den Hamiltonschen Kreis, für das Graphenfärben, für das dreidimensionale Matching, das Sarah und Martin eingeführt haben, allgemein für alle Probleme in NP. Und man sagt, also das Erfüllbarkeitsproblem ist NP vollständig. Jetzt, was ist ein Problem in NP? Auch das haben Sie schon gehört. Ein Problem ist in NP, wenn man für einen Lösungskandidaten effizient überprüfen kann, ob er tatsächlich eine Lösung ist. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Theorie schafft Ordnung. Theorie verschafft Einsicht. Theorie bringt Struktur in die Dinge. Ja, also denken Sie an Newton. Vorher sind die Dinge gefallen. Und nachher sind sie nach einem Gesetz gefallen. Ja? Er hat das erklärt. Ja? Und man musste nicht mehr jedem einzelnen Objekt zuschauen, wie das runterfällt und nachmessen. Nee, er hatte ein allgemeines Gesetz gefunden. Und hier auch. Ja, ist ein allgemeines Gesetz, ja? Dass alle diese, wenn man das Erfüllbarkeitsproblem und irgendwann kam die Frage, wie, ich sage kurz nachher was dazu, wie man sowas beweisen kann. Okay, also, wenn es einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik gibt, dann für alle Probleme in NP. Was ist das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik? Ich definiere es nicht formal, sondern denken Sie an so Logeleien. Wenn es Zeitleser unter Ihnen gibt, da gibt es die Logelei von Zweistein und hier ist eine typische. Ruth erzählt ihren drei Freundinnen,
dass sie es immer schwer findet, aus dem, was ihr Mann sagt, schlau zu werden. Pia sagt, Sid hat keinen Amiga, Vic macht sich nichts aus Hardware, Paul hat keinen Z80, Sid ist kein Gamer und Vic hat keinen C64. Mia, Vic macht sich nichts mit Hardware, Sid hat keinen C80, Paul macht nichts mit Hardware, Vic hat keinen Amiga und so weiter und so weiter. Und dann wird einem auch noch gesagt, von den 5 Aussagen, also jede macht ja 5 Aussagen, sind immer genau 2 richtig. Und sie sollen jetzt die Zuordnung finden. Also Sid, Vic und Paul sind die 3 Personen und sie sollen sagen, welche Rechner die haben. Und sie sollen auch zuordnen, wer der Gamer ist, wer der Programmierer ist und wer sich für Hardware interessiert. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gemacht habe. Ob ich zuerst die falsche Lösung, eine Nichtlösung aufgeschrieben habe oder erst eine Lösung aufgeschrieben, das weiß ich jetzt nicht mehr. Wir probieren es einfach aus. Ja? Also hier ist die Zuordnung, also Sid hat den 680, Vic hat den C64, Paul hat den Amiga und so weiter. Und wir schauen mal das erste an. Also, ups, nee, vor, yes, das nah. Rückwärts muss ich, okay. Also, hier brauche ich, den brauche ich. Also, Sid hat keinen Amiga, stimmt. Vic macht nichts mit Hardware, stimmt nicht. Paul hat keinen Z80, stimmt. Sid ist kein Gamer, stimmt nicht. Vic hat keinen C64, stimmt auch nicht. Ja, also da stimmt es, genau 2 richtig und 3 falsch. Ja, wir könnten das jetzt bei den anderen auch noch überprüfen. Das schenken wir uns, weil ich bei den Negationen, das macht mir und allen von uns Schwierigkeiten. Okay, jetzt, wie kann man sowas beweisen, dass wenn man das eine Problem effizient lösen kann, dann kann man das andere Problem effizient lösen. Dafür gibt es den Begriff Reduktion. Man nimmt an, man hätte einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem und dann zeigt man, man hat auch einen effizienten Algorithmus für das Hamiltonsche Kreisproblem zum Beispiel. Ja, also, was formulieren wir das Hamiltonsche Kreisproblem als Logelei? Wähle eine Menge von Kanten, sodass Folgendes gilt. Für jeden Knoten musst du genau 2 anliegende Kanten. Ja? Du musst Kanten wählen, sodass für jeden Knoten genau 2 anliegende sind. Und zweitens, über die gewählten Kanten jeder Knoten vom Knoten 1 aus erreichbar ist. Das bedeutet nämlich, sie haben einen Kreis. Das ist hier auf der rechten Seite richtig. Wir haben so eine Menge Kanten von gefunden. Jetzt schauen wir uns mal das auf der linken Seite an. Da könnten wir, also wir wählen eine Menge von Kanten und wir wählen jetzt mal die hier. Wir wählen diesen äußeren Kreis und hier innen wählen wir auch einen Kreis. Dann ist es richtig, dass wir für jeden Knoten genau 2 anliegende Kanten gewählt haben. Aber es ist nicht richtig, also wenn das hier unten etwa der Knoten 1 ist, dass wir über die gewählten Kanten alle Knoten erreichen können. Jetzt, wie kann man das noch als Logelei genauer fassen, diese alle Knoten erreichen? Das könnte man so machen, dass wir uns sagen, also wir nehmen etwa, das hier ist der Knoten 1, sagen wir mal, dann kann man die 2 Knoten in einem Schritt erreichen, die 2 Knoten in 2 Schritte, aber die da drin, die kann man nie erreichen. Und das kann man bei einer Logelei durchaus so hinschreiben, dass man sagt, man kann einen Knoten in T-Schritten erreichen, wenn es einen Nachbarknoten gibt, den man schon in T-1 Schritten erreichen kann. Und für den Knoten 1 sagt man, den kann man in 0 Schritten erreichen, aber keinen sonst. Wenn Sie das als Logelei hinschreiben, dann haben Sie diese Reduktion. Jetzt zu Ihrer Frage, das wird jetzt ein bisschen technisch. Für diese für die Probleme in NP, dass es einen Lösungskandidaten gibt, den man effizient überprüfen kann, das kann man formal so fassen, dass man sagt, man führt den Begriff
nicht-deterministische Maschine ein, die erst eine Lösung rät und sie dann effizient überprüft. Und ob so eine Maschine etwas akzeptiert, das kann man als Logelei formulieren. Also das ist, der, wie das Cook bewiesen hat. Dann kommt der Satz von Karp. Also Cook und Levin haben gezeigt, das Erfüllbarkeitsproblem ist NP vollständig. Wenn es dafür einen effizienten Algorithmus gibt, dann für alle Probleme in NP. Karp hat dann gezeigt, ein Jahr später, nicht nur das Erfüllbarkeitsproblem hat diese Eigenschaft, sondern er hat 20 weitere Probleme angegeben, die diese Eigenschaft haben, nämlich das Traveling Salesman Problem, das Hamilton'sche Kreisproblem, das Graphenfärbbarkeitsproblem, das dreidimensionale Matching und so weiter und so weiter. Ja? Und diese Liste ist inzwischen angewachsen auf mehrere 10.000. Also in den 70er Jahren war das eine Industrie, zu beweisen, dass noch irgendwas NP-vollständig ist. Jetzt heimst man dafür keine große Bewunderung mehr ein. Das ist, gehört zum Handwerk, dass man das kann. Und auch wiederum wirklich Theorie schafft Ordnung. Man hatte vor 1971, stand man dieser Wand oder dieser unglaublichen Kollektion von Problemen gegenüber. Und zwei Jahre später weiß man irgendwie, eigentlich sind die alle das Gleiche. Wenn man eins davon lösen kann, kann man sie alle lösen. Ja? Also das ist eine unglaubliche Struktureinsicht, ja? Dass man sagt, okay, die sind alle gleich schwer. So, jetzt, was ist der Zwischenstand? Also wir haben das P gleich NP-Problem. Gibt es einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem? Sie haben auch schon, Sarah und Martin haben auch schon erwähnt, dass ein Preisgeld angesetzt von $1 Million. Angebliche Lösungen erscheinen ständig. Monatlich oder sagen wir vierteljährlich wird bewiesen, dass P gleich NP ist. Das ist das Einfachere. Also, was heißt das Einfachere? Das Naheliegendere, ja, dass man das versucht. Nämlich, man muss ja nur Folgendes machen. Man muss einen Algorithmus angeben für das Erfüllbarkeitsproblem oder für irgendeins der anderen. Ja. Und typisch, was schief geht, ist, die Algorithmen sind meistens korrekt. Ja, lösen wirklich das Erfüllbarkeitsproblem. Dann aber gibt es die Aussage, und der Algorithmus läuft in Polynomzeit und da ist meist der Haken. Oder da ist immer der Haken. Ja? Aber die erscheinen so vierteljährlich. Und dann seltener, weil das schwerer ist oder weil das nicht so einsichtig ist. Also an dem ersten kann sich jeder probieren. Ja, einen Algorithmus anzugeben und zu sagen, der läuft in Polynomzeit. Das zweite ist, dass man sagt, dass man irgendwie einen Widerspruch herleitet, dass aus der Tatsache, dass P gleich NP wäre. Das braucht meistens Vorwissen in Komplexitätstheorie, also da wagen sich weniger Leute dran, aber auch das erscheint so einmal im Jahr und meistens werden alle diese Versuche nicht ernst genommen. Und sehr viele Zeitschriften, vor allem, weigern sich, so Arbeiten überhaupt anzuschauen. Es sei denn, da steht jemand dahinter, der einen Namen hat. Ja, also der in der Community bekannt ist, weil er schon gute Sachen gemacht hat. Und dann auf einmal sagt, und jetzt habe ich das raus. Dann wird es ernst genommen. Ja, und dann stürzen sich die Leute drauf. Und bis jetzt hat es nie länger als 2-3 Wochen gedauert, bis dann der Fehler gefunden wurde. Aber das ist der Stand. Okay, jetzt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn P gleich NP wäre oder wie P ungleich NP wäre? Also eins von den beiden ist richtig. Ja? Insofern ist die Frage, finde ich, die ist nicht gut gestellt so, sondern, denn eins von beiden stimmt ja, sondern ich glaube, man muss sie so stellen. Was wäre, wenn man einen Beweis dafür hätte, dass P ungleich NP ist? Und was wäre, wenn man einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem hätte? Du hast eine Frage, oder? Ja, mach ruhig. Geht nicht auch beides? Also könnte man nicht sagen, P ist gleich NP unter bestimmten Bedingungen, aber unter anderen Bedingungen ist P gleich NP.
Ja, es gibt manche sagen, das könnte sein, dass das unabhängig ist von davon, was wir im Augenblick in der Mathematik wissen, dass es zwei Welten gibt, in der einen ist gleich, in der anderen ist ungleich. Für mir persönlich ist das philosophisch zu hoch. Für mich ist so, entweder gilt das eine oder das andere. Aber wir können darauf gerne in der Pause nochmal zurückkommen. Also was wäre, wenn wir einen Beweis dafür hätten, dass P ungleich NP ist? Was wäre, wenn wir einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem hätten? Also was wäre, wenn wir einen Beweis hätten, dass P ungleich NP wäre? Da wird sich meiner Meinung nach nicht viel ändern. Denn wir leben praktisch in einer Welt, wo P ungleich NP ist. Ja, wir kennen keinen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem. Insofern leben wir in einer Welt, wo P ungleich NP ist. Und die meisten Fachleute glauben auch, dass P ungleich NP ist. Es ist aber so, dass man weiß, dass viele natürliche Ansätze, um die Ungleichheit zu zeigen, nicht funktionieren können. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass, um das zu zeigen, man eine neue Methode braucht. Und diese neue Methode könnte eine Menge Einfluss haben, weil die hat wahrscheinlich, also wenn jemand eine revolutionäre neue Idee hat, dann hat die in der Regel nicht nur eine Anwendung. Ja? Also würde jemand eine neue Beweismethode finden, und es kann gut sein, dass die dann eine Menge anderer Anwendungen hätte. Was wäre, wenn P gleich NP, also wenn jemand einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem hätte? Und ich gehe jetzt mal davon aus, wenn es den gäbe, dann wäre es nicht so einer, wo die Laufzeit ein Polynom ist, wo der Exponent 1000 ist, sondern wirklich ein, mit dem man ernsthaft was lösen kann. Ich glaube, das wäre eine Revolution. Mathematiker würden in einem gewissen Sinn arbeitslos, denn hier ist ein Problem in NP, einen mathematischen Satz, die Frage, gibt es einen Beweis, der auf N Seiten passt? In einem formalen System, wo man also wirklich effizient überprüfen kann, ob das ein Beweis ist, so Sachen gibt es. Das ist ein Problem in NP, ja, denn es ist die Frage, ob es einen Lösungskandidaten gibt, der das übersteht, die das überprüfen. Wenn P gleich NP wäre, wäre das ein Problem in P. Und auf einmal wären alle, ja, also diese Kreativität wäre nicht mehr nötig. Der Unterschied zwischen einer Lösung finden und einer Lösung überprüfen, der wäre weg. Ja? Oder ein anderes Beispiel. Wir benutzen alle Kryptographie. Immer wenn Sie im Internet einkaufen, wenn Sie Electronic Banking machen, benutzen Sie Kryptographie. Nämlich, dass Sie irgendwas verschlüsseln und jemand, der den Schlüssel nicht kennt, kann das nicht invertieren, kann den verschlüsselten Text nicht wieder zurückverwandeln in den Klartext. Ja, aber dieses Zurückverwandeln ist ein Problem in NP. Ja, denn wenn Sie einen Lösungskandidaten haben, den müssen Sie ja nur durch die Verschlüsselung durchschicken und dann nachschauen, ob das rauskommt, was Sie als verschlüsselten Text haben. Also das ist ein Problem in NP. Das wäre weg. Ja? Also es hätte nicht nur positive Auswirkungen, dass wir auf einmal Probleme lösen können, die wir nicht lösen können. Jetzt hätte auch negative Auswirkungen, dass manche Dinge, die wir jetzt täglich benutzen, nicht mehr funktionieren würden. Ja? Also es hat zwei Seiten. So, ja, und Philosophen müssten neu über den Begriff Kreativität nachdenken. Ja, denn dieser Unterschied zwischen finden und prüfen, das ist etwas, was tief in uns drin ist, dass das was prinzipiell Verschiedenes ist. Und es wäre nichts mehr prinzipiell Verschiedenes. Also man müsste über Kreativität neu nachdenken. So, jetzt zum Schluss. Ich glaube, jetzt habe ich noch 5 Minuten vielleicht. Zehn. Ach, ich habe sogar ein Zeitmesser. Okay, ja, dann kommen wir ziemlich gut in der Zeit. Also, für viele praktische Probleme, praktisch wichtige Probleme, wurde gezeigt, dass die NP vollständig sind, dass es also dass wir keinen effizienten Algorithmus kennen, dass es wahrscheinlich nie, mein Gefühl, nie einen gibt. Sollten wir in eine Depression verfallen? Nein, sondern man sollte das als Herausforderung sehen. Ja? Nämlich, dass wir sagen, okay, jetzt erst recht.
Ja, wir denken hart nach und wir schauen, was wir tun können. Ja, denn NP-Vollständigkeit, was besagt das? Es gibt keinen Algorithmus, der alle Fragestellungen effizient löst. Er sagt nicht, der keine Fragestellung effizient löst. Ja? Es gibt unter diesen Hamiltonschen Kreisproblemen oder gibt es Instanzen, die sind sauschwer. Das heißt aber nicht, dass jede Instanz sauschwer ist. Und vielleicht können wir für die was tun, die oder die erkennen oder ja, wir können trotzdem was tun. Also was kann man machen? Wir können Heuristiken uns überlegen. Jetzt eigentlich wollte ich hier was zeichnen, aber zum Beispiel für das Problem der kürzesten Rundreise durch alle Punkte. Wir könnten Folgendes machen. Wir beginnen in irgendeiner Stadt und gehen immer zur nächstgelegenen Stadt, die noch nicht besucht ist. Da wird man hierher gehen, dann hierher gehen, dann hierher gehen, dann wahrscheinlich hierher gehen, dann hierher gehen und dann hierher zurück. Ja? Nee, hierher gehen und dann hierher gehen und wir hätten sie alle besucht. Ja? Aber das wäre, so würde einem einfallen, ja, ich gehe mal zum nächstgelegenen, was noch nicht besucht ist. Und das ist wahrscheinlich nicht das Beste hier, weil man hier am Schluss, die sind ganz lange, wahrscheinlich ist es vernünftiger, dass man so geht. Und sicher, wenn so eine Lösung irgendwas hat, dass man zwei Kanten nimmt, die sich kreuzen, dann sollte man die entkreuzen. Und man ist kürzer. Ja, also da kann man sich so Sachen überlegen, das sind Heuristiken. Es gibt viel bessere, als die ich gerade gesagt habe. Eine heißt Lynn Kernighan. Also. Oder es gibt Heuristiken und die nennen sich dann Approximationsalgorithmen, wo man sogar sagen kann, die sind nicht viel, die geben einem immer eine Lösung, die liegt nicht sehr weit über dem Optimum. Ah, ja, jetzt warum, eigentlich wollte ich was zeichnen hier, aber mir ist am Montag Folgendes passiert. Ich habe am Montag es geschafft, alle Dateien von meinem Rechner zu löschen. Ich habe was gemacht und dann kam der Satz, wissen Sie, was Sie tun? Und in meiner Hybris habe ich geschrieben, ja. Und dann war alles weg. Und das meiste ist restauriert, aber das Programm, das ich benutzen wollte heute, das ist nicht wieder da, wo ich zeichnen könnte. Dann ging es aber noch, das war Montagabend, Dienstag in der Früh, ging ich ins Büro und habe meine Rechnerbetriebsgruppe gefragt, ob sie das installieren können. Bevor ich mein Büro aufsperre, breche ich den Schlüssel ab. Und dann habe ich noch meine Fahrradhandschuhe verloren an dem Tag. Aber jetzt, glaube ich, ist mein Unglück vorbei. Jetzt geht es wieder gut die nächsten 10 Jahre. Okay, also hier sind wieder unsere Punkte von vorher. Und wir konstruieren jetzt einen aufspannenden Baum, den minimalen aufspannenden Baum, den ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Das wäre das hier, die Kante. Dann die Kante, dann die Kante, dann wahrscheinlich die, die und die. Ja, also so, 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 so. Jetzt machen wir folgendes. Also jetzt die Kosten von einem minimalen aufspannenden Baum sind immer kleiner gleich der Kosten der Tour. Warum? Wenn Sie eine Tour nehmen, die alle Städte besucht und Sie nehmen eine Kante weg, haben Sie einen aufspannenden Baum. Nicht notwendigerweise den kleinsten, aber der kleinste kann höchstens billiger sein. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir haben also unseren aufspannenden Baum und jetzt laufen wir einmal um den außen rum. Jetzt habe ich alle Knoten besucht, habe eine Rundreise gemacht. Die ist höchstens zweimal so lang wie der aufspannende Baum, also höchstens zweimal so lang wie die optimale Tour. Okay, ich habe jetzt ein paar Städte mehrmals besucht, aber dann nehmen Sie einfach Abkürzungen. Und in einem Straßennetz sind die, okay, wenn das metrisch ist, sind die Abkürzungen kürzer als die Verbindungen und dann haben Sie eine Tour, die ist höchstens zweimal so lang. Was kann man noch machen? Exakte Algorithmen für mittelgroße Instanzen, also Traveling Salesman Problem, wo die Orte, Städte in der Ebene sind, da kann man inzwischen sehr, sehr große lösen. Und sehr viel davon wurde gemacht und wurde hier in Berlin entwickelt. Und ich glaube, wie Martin noch in Augsburg war.
Also das hier zum Beispiel, wenn Sie es um 90 Grad drehen, ist die Landkarte von Deutschland, wo ungefähr 2.000 oder 3.000 Städte gekennzeichnet sind. Und das ist die kürzeste Tour, die diese 3.000 Städte besucht. Und das wurde auch gemacht und sehr viel von Applegate an einem anderen Cook jetzt und Schwartal und Bixby. Es gibt eine optimale Tour durch die 85.900 größten Dörfer, Städte der USA. Also man kann manchmal sehr, sehr große Instanzen lösen, aber eben nicht alle. Ja, ich habe ganz am Anfang gesagt, es gibt ungelöste Instanzen mit ein paar hundert Knoten. Was kann man noch machen? Exakte Algorithmen für Spezialfälle. Ich konnte mir es nicht verkneifen, eine Arbeit zu zitieren, die ich selber gemacht habe. Also hier unten sehen Sie Punkte. Und wahrscheinlich sehen Sie nicht nur Punkte. Ja, sondern jetzt, das hängt jetzt davon ab, die, was sehen Sie? Eine Gabel. Ja? Manche sehen eine Tulpe. Ich glaube, wenn man die Punkte, wenn man das senkrecht steht, dann sieht man eine Tulpe. Wenn man sie so liegt, sieht man Gabel. Ja, und wenn man die kürzeste Tour durch diese Punkte nimmt, dann rekonstruiert man das richtig. Und der Satz, den wir damals bewiesen haben, ist, wenn man Punkte nimmt auf einer gutartigen Kurve, die hinreichend dicht sind, dann kann man das Traveling Salesman Problem in Polynomzeit lösen und es rekonstruiert die Punkte auch richtig. Lassen Sie mich zusammenfassen. P, wir haben diese beiden Klassen eingeführt, P und NP. P, die Sachen, die man effizient lösen kann. NP, die Sachen, die man, wo man einen Lösungsvorschlag, einen Lösungskandidaten effizient überprüfen kann. Es ist unklar, ob die zwei Klassen gleich sind. Aber ich habe auch des Öfteren gesagt, dass unsere Intuition uns sagt, finden ist schwerer als überprüfen. Und deswegen müssen die zwei Sachen ungleich sein. Es sind nur leider diese blöden Mathematiker und Informatiker, können das noch nicht zeigen, aber eigentlich ist es klar. Nicht nur SAT ist NP vollständig, sondern mehrere tausend andere Probleme. Und ich habe versucht zu skizzieren, was wäre, wenn P ungleich NP wäre, wenn P gleich NP wäre. Und ganz am Schluss bin ich darauf eingegangen, was man trotzdem machen kann. Ja, also, dass man nicht in Depression verfallen sollte, sondern dass man das als Herausforderung sehen muss und eben schauen muss, wie weit man kommt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Milhorn. Ich wusste gar nicht, dass so viel revolutionäres Potenzial in der Mathematik steckt. Aber zum Glück hat sich ja auch schon ein bisschen was verändert, also auch so seit der Zeit, aus der Sie das Beispiel von Ihrer Logelei genommen haben. Ja? Ich bin mir gar nicht sicher, ob unsere Schülerinnen und Schüler wissen, was ein C64 ist. Das ist ein Computer. Ja. Ja? Das waren Beispiele für Computer. Und damals hat man auch angenommen, genau, dass nur Männer so Informatik machen. Das ist auch vorbei, zum Glück. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Fragen an Herrn Milhorn. Ja, bitteschön, direkt hier vorne die erste. Ich sitze schon gleich dahinter. Theoretisch, wenn man so ein Dreiecksystem nimmt, ich weiß nicht mehr, wie Sie es am Anfang genannt haben, könnte man da nicht einfach es erstmal langsam angehen und dann, wenn das System einen Strich zieht, das, was verbunden wurde, löschen? So dass das System dann weiter zum nächsten geht, bis irgendwann alles perfekt ausgefüllt hat. Du meinst, dass man das sozusagen dann schrumpft in dem Moment, wo man schon die erste Lösung hat? Genau. Mhm. Ja, es fallen einem viele Sachen ein, die gehen könnten. Und wenn man dann genau hinschaut, merkt man, dass es doch nicht funktioniert. Und ich nehme an, das wird dir bei deinem Beispiel, bei deinem Ansatz genauso gehen. Also ganz am Anfang, wie das losging, in den 73, 74, haben viele Leute gedacht, das kann nicht so schwer sein. Und ja, dann überlegt man sich was, wie man einen Lösungsansatz, einen Algorithmus, ja, und dann merkt man, ah, ja, es gibt Fälle, an die habe ich nicht gedacht.
zwei in der dritten, vierten Reihe. Dankeschön. Das ist jetzt keine fachlich tiefe Frage, aber da Sie ja kurz was zur Geschichte gesagt haben, wer hat denn diesen Komplexitätsklassen überhaupt ihre Namen gegeben? Also wofür steht denn eigentlich P und NP? Ah, der Name NP ist eingeführt in der Arbeit von Cook. Das steht für nicht-deterministische Polynomzeit. Also man kann die auch durch, ich habe sie eingeführt als, das sind die Probleme, für die man einen Lösungskandidaten effizient überprüfen kann. Andere Art, es einzuführen, ist, das sind alle Sachen, die man durch eine nicht-deterministische Maschine in Polynomzeit erkennen kann. Und was ist eine nicht-deterministische Maschine? Eine nicht-deterministische Maschine ist wie so ein normaler Rechner, nur da gibt es noch diesen zusätzlichen Befehl, probier A oder B. Ja, und das ist ein Schritt und und Polynomzeit heißt, also wenn man eine der Verzweigungen nimmt, aber und es gibt eine Verzweigung, nämlich mindestens einen Lösungskandidaten, der funktioniert. Ja, also er hat diese nicht-deterministischen Turing-Maschinen, die gab es vorher schon. Er hat diese Klasse eingeführt, alles, was man mit so einer nicht-deterministischen Turing-Maschine in Polynomzeit erkennen kann, das lässt sich als Erfüllbarkeitsproblem formulieren. Das ist, was er technisch gemacht hat. Ich sollte vielleicht auch noch dazu sagen an der Stelle, also die Arbeit von Cook ist technisch einigermaßen schwer. Die Arbeit, also mein Doktorvater hat mir die Arbeit von Karp auf den Schreibtisch gelegt 1972. Und ich habe die gelesen und gesagt, das ist einfach total trivial. Ja, das ist ganz einfach, was da drin steht. Und als junger Mensch, jetzt glaube ich das nicht mehr, aber als junger Mensch habe ich geglaubt, schwer und wichtig ist das Gleiche. Ja, nur Dinge, die schwer sind, können auch wichtig sein. Aber das ist nicht so. Wichtig hier, Cook hatte diese Einsicht, dass das stimmen könnte. Als erster. Das dann wirklich zu zeigen, das war gar nicht so schwer. Ja? Also die Arbeit ist technisch nicht schwer, aber es steckt da unglaubliche Einsicht dahinter. Und das macht ihre Wichtigkeit aus, obwohl sie technisch nicht schwer ist. Ja, das lernen Tausende von, jeder Informatikstudent lernt das heutzutage. Und wie sieht so eine Arbeit aus? Vielleicht können Sie das auch mal den Schülerinnen und Schülern erklären, wie viele Seiten ist sowas? Das ist ein Buch? Nee, die ist kurz. Das sind 10, 12 Seiten und da sind diese Reduktionen angegeben, wie ich Hamilton schon kleiner gleich Erfüllbarkeitsproblem. Das geht auf eine halbe Seite. Und die Arbeit ist auch nie in einer Zeitschrift erschienen. Warum nicht? Weil sie ein Jahr später in Lehrbüchern war. Und da gab es keinen Grund mehr, das in einer Zeitschrift zu veröffentlichen. Ja? Weil das war Allgemeinwissen ein Jahr später. Ja, wir haben auch eine Frage von unseren Online-Zuschauerinnen und Zuschauern. Ariane, magst du die mal vorlesen? Genau, also Gleb fragt, warum wird in allgemein geglaubt, dass P und NP eher ungleich sind? Gibt es da irgendwelche Schwerpunkte, die man nennen kann? Oder wie begründet man das, diese Intuition? Oder ist das nur Intuition? Das war jetzt mein. Ich würde sagen, das begründet sich der Intuition, dass wir alle überzeugt sind, dass Finden schwerer ist als Überprüfen. Weil das erfahren wir jeden Tag. Ja? Sie suchen nach der Lösung für irgendwas und sie tun sich schwer. Und dann sagt ihnen jemand die Lösung und sagt, ja, so geht's. Danke. So, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Ich habe zwei Fragen. Vielleicht gehen die schnell. Das eine, was mich wirklich interessiert... Sie Ihre Maske abnehmen, dann verstehe ich Sie besser. So, ja. Also das eine, was mich wirklich interessiert, ist diese Beweise, dass ein Problem NP vollständig ist. Sind die konstruktiv? Also, ja. Ja, also dass ich wirklich, wenn ich einen Algorithmus habe, ein Polynom mehrere Zeit für ein Problem, dann kriege ich automatisch für jedes beliebige auch einen Algorithmus. Weil das wird ja... Ändert ja. Peng. Sofort alles. Ja,
Okay, und das andere, die andere kurze Frage ist, gibt es dann eigentlich auch Probleme, die nicht im Polynom, also nicht effizient überprüft werden können, also die, wo die Lösung nicht effizient überprüft werden kann, gibt es da auch Probleme, die interessant, relevant sind? Ja, es sind nicht alle Probleme in NP. Es gibt schon Sachen, die noch viel schwieriger sind. Es gibt Probleme, die sind unentscheidbar. Also das Halteproblem für Maschinen etwa. Sie haben eine Maschine und eine Eingabe, ein Programm und eine Eingabe. Und Sie möchten wissen, ob das Programm an der Eingabe hält. Das ist unentscheidbar. Also dafür gibt es keinen Algorithmus für diese Frage. Das ist das ganze Extrem. Aber dann gibt es auch Sachen, da kann man beweisen, dass sie nicht in Polynomzeit gehen. Zum Beispiel, wenn Sie Aussagenlogik haben, aber Sie dürfen noch Quantoren davor schreiben. Für alle es gibt und so weiter, dann ist das jenseits von Gut und Böse in der Komplexität. Danke. Ja, vielen Dank. Dann danke, Herr Mehlhorn, für den schönen Vortrag. So, und bevor ihr euch gleich alle selber wieder bewegen dürft, kommt jetzt noch einmal Dr. Sarah Wolf auf die Bühne und erzählt euch von ihrem Mathe-Comic Ida und der Mathe-Agent. Dr. Sarah Wolf leitet die MathPlus Junior Research Group Mathematics for Sustainability Transitions. Und was sie da genau erforscht, erzählt sie euch jetzt selber. Ja, vielen Dank. Das funktioniert natürlich nur, gleichzeitig über einen Comic und über Forschung zu sprechen, wenn der Comic schon über diese Forschung, von dieser Forschung handelt, was hier der Fall ist. Die Ida, unsere Titelheldin, guckt sich nämlich mal ein mathematisches Modell von innen an. Und das Forschungsthema in der Arbeitsgruppe ist Nachhaltigkeit und die Frage, wie Mathematik helfen kann, zu verstehen oder rauszufinden, wie wir da vielleicht hinkommen könnten. Mathematik steckt natürlich in ganz vielen grünen Technologien drin, das kann man sich so vorstellen. Aber hier geht es um die gesellschaftliche Seite. Zum Beispiel bei der Frage nach nachhaltiger Mobilität hängt ja, ob das klappt und wie das klappen kann, von ganz vielen Entscheidungen, von ganz vielen Menschen in ihrem Alltag ab. Und diese Entscheidungen, die haben wir dann in einem Modell dargestellt, was am Global Climate Forum entwickelt wurde oder was ich damit entwickelt habe, bevor ich zur FU gekommen bin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie geht das mit den Folien hier? Nächste Folie bitte. Da liegt. Ah, danke schön. Das hätte ich vorher lernen sollen. Das Modell, was wir da entwickelt haben, wird dann verwendet, angewendet in einem sogenannten Decision Theater. Das ist ein Diskussionsformat, wo eben Dialog mit Leuten und das Modell, was dann auf diesen großen Bildschirm dargestellt werden kann, zusammengebracht werden. Und in diesem Modell werden Entscheidungen von ganz vielen Leuten dargestellt. Das heißt, wie auch hier im Raum wahrscheinlich die meisten hat unser Agent, wie die Personen auf dem Computer dargestellt dann heißen, die Wahl zwischen einem Verbrenner, einem Elektroauto, dem öffentlichen Nahverkehr, Carsharing und der aktiven Mobilität, zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren. Und so einen Agenten trifft Ida im Modell und lässt sich von ihm seine Welt erklären. Und stellt sie zum Beispiel fest, dass diese Welt extra so gemacht ist, dass sie unserer Welt möglichst ähnlich sieht. Da gehen also ganz viele Daten aus der echten Welt ein für die Agenten. Haben wir eine Altersverteilung, die halt der deutschen Bevölkerung entspricht. Oder für die Haushalte eine Einkommensverteilung. Und es gibt geografische Informationen. Die Leute wohnen mit ihren Haushalten so über die Landkarte verteilt, wie das in Deutschland auch der Fall ist mit der Bevölkerungsdichte. Und die Entscheidungen, die diese Agenten dann treffen, werden dann dem Computer zu fressen gegeben. Meistens einem ziemlich großen Computer. Zum Beispiel gibt es einen davon am Zuse-Institut hier in Dahlem, den man wohl morgen bei der Langen Nacht der Wissenschaften auch besichtigen kann. Und dann kann man mit diesem Modell ganz viele mögliche Zukünfte, ganz viele Szenarien berechnen.
Und dabei können Leute, die am Decision Theater teilnehmen, eine Auswahl treffen, welche Politikmaßnahmen sie zum Beispiel für so ein Szenario wählen möchten, also eher Fahrradinfrastruktur ausbauen oder lieber höhere Benzinpreise, solche Geschichten. Und im Comic ist der Vorteil, dass man dabei noch hören kann, was die Leute sagen, wenn sie diese Entscheidungen treffen. Und dann werden danach eben die vom Modell berechneten Ergebnisse gezeigt und können diskutiert werden. Ein bisschen in dem Sinne, wie das heute Morgen ganz am Anfang schon gesagt wurde, um gemeinsam über die Zukunft nachzudenken. Das Ganze habe ich mit ein paar Kolleginnen auch in ein Projekt gepackt, in dem wir solche Veranstaltungen durchführen mit Schulklassen. Ab der 10. bis zur 12. Klasse kann man sich da gerne melden, wenn man das mal mitmachen möchte. Und wenn die Information gesucht wird, wie man sich da melden kann, dann sind wir auch wieder beim Comic auf der Rückseite, findet die sich nämlich. Also bitte gerne alle draußen einen Comic mitnehmen. Der Zeichner, der Alberto Madrigal, ist auch da und signiert die gerne. Vielen Dank, Sarah. Ja, liebes Publikum, liebe Schülerinnen und Schüler, wir haben viel Neues erfahren heute Morgen über ein Abenteuer, also eines von sieben der großen Abenteuer in der Mathematik. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, an dem man selber etwas machen kann. Und zwar gibt es draußen im Foyer, wie gesagt, das Comic. Für jeden darf man sich einen mitnehmen. Und zum anderen steht da ein künstlerischer Roboter mit künstlicher Intelligenz, den ihr euch anschauen könnt. Und der Mann dahinter ist auch da, den ihr gerne noch dazu befragen könnt. Ja, von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern im Livestream müssen wir uns jetzt leider verabschieden. Ich freue mich sehr, dass Sie auch dabei waren und kommen Sie doch das nächste Mal nach Berlin, wenn Sie jetzt noch mehr Lust auf Mathematik bekommen haben. Gut, es gibt noch ganz kurz zwei kleine organisatorische Bemerkungen. Der Journalistinnen-Talk findet vorne im Studio 1 statt und beginnt um 10.50 Uhr, falls das nicht schon vorbei ist. Ich weiß nicht, wie gut wir in der Zeit sind. Und danach findet daneben im Studio 2 das Decision Theater statt um 11.30 Uhr. Ja, und dann bleibt mir nichts mehr, als mich ganz herzlich für Ihre und eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Vielen Dank an die Vortragenden, vielen Dank an das Futurium, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich sehr, dass es so ein schöner Vormittag war und jetzt noch ist. Und ja, tschüss und bis bald.